ist eine anspruchslose Nutzpflanze, die im April angebaut wird. Der Samen keimt innerhalb weniger Tage und die Pflanze verdrängt durch das schnelle Wachstum Unkraut. Es sind auch keinerlei chemische Pflanzenschutzmittel erforderlich. Hanf ist eine einjährige, zweigeschlechtliche Pflanze. Die männliche Pflanze ist schwächer entwickelt als die weibliche. Innerhalb von 100 Tagen wächst die Hanfpflanze bis zu 4 Meter. Nach der Samenbildung stirbt die Pflanze ab. Hanfkorn, auch Hanfnuss genannt, ist eines der gesündesten Lebensmittel. Die Ernte erfolgt im September mit Spezialmähdreschern mit zusätzlichem Schneidwerken für die Koppelnutzung. Der Kornertrag schwankt zwischen 600 bis 1200 Kilogramm und der Strohertrag liegt bei etwa 5 Tonnen jeweils pro Hektar. Das Korn wird nach der Ernte rasch getrocknet und das Stroh verbleibt zur Röste noch einige Zeit am Feld. Die Hanfstrohverwertungs GmbH im Eigentum von Anton Hagenauer und Günther Schmid hat nach jahrelangen Experimenten eine mobile Feldentholzung entwickelt. Dabei wird das Hanfstroh bereits am Feld umweltfreundlich veredelt. Nach der Feldröste des Hanfstrohs, die für den Faseraufschluss notwendig ist, wird das Stroh in Schwade gelegt. Das trockene Hanfstroh wird nun mit dem Hanfaufschließer durch eine Pralltechnik gebrochen und so voraufgeschlossen. Das gebrochene Stroh wird im nächsten Arbeitsgang mit dem mobilen Feldentholzer in Schäben und Fasern getrennt. Die Schäben, das ist der Holzanteil des Stängels, werden im Korntank gebunkert und die Fasern am Feld abgelegt. Die Fasern mit einem geringen Restanteil von Schäben werden sodann in Rund- oder Quaderballen zur Weiterverarbeitung gepresst. Hanfschäben werden vielfältig als Schüttdämmung, Tiereinstreu, Gartenmulch, Spannplatten und Heizmaterial verwendet. Die Fasern werden in der Bauindustrie als Dämmstoff, in der Papierindustrie als Zellstoff und in der Autoindustrie als naturfaserverstärkter Kunststoff eingesetzt. Langfasern eignen sich für die Textilindustrie.